Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty. Heute werden wir ein bisschen frei für alle zocken. In dem Modus ist im Prinzip ähnlich wie ein Battle Royale, das jeder auf sich allein gestellt ist, nur dass man eben halt unendlich respawnt. Ich glaube, bei 30 Punkten hat man automatisch gewonnen oder ansonsten müssen einfach 10 Minuten ablaufen. Es gibt, wie ihr vielleicht kennt, ja solche Kill-Serien, womit man dann durch Vorteile freischalten kann. Die sollte man natürlich möglichst erhalten, aber damit dann durchaus auch noch mal leichter mehr Kills erreichen kann. Könnte sogar fast reinlaufen. Komm, irgendwer muss sterben. Das Problem ist, diese Map ist super unübersichtlich. Oh. Der war lost. Und bisher sieht's gut aus. Erster Platz mit 2 Kills Vorsprung. Das war komplett lost. Und selbst wenn man noch Dritter wird, gewinnt man. Close. Erstmal wieder heilen. Wir haben jetzt eine schöne Abschussstreak. Digga, zum einen, was hat der gemacht, dass er mich nicht instant gekillt hat und warum war ich dann zu lost mit meinem Aim? Oder auch einer vom Damage überhaupt nicht hinterherkommt. Der noch staubt mich ab. Immer noch 4 Kills Vorsprung. Und die Map ist auch echt wirklich richtig bad. Warum so dunkel? Ich kann ja gar nichts sehen. Boah, Alter, was ich den bekommen habe. Mit einem Molotow-Cocktail. Waffenaufstieg. Easy. Gerade habe ich wieder einen Lauf. Aber noch ein Kreuzfeuertreffer. Oh, schade. Ja, easy win, aber 11 Kills nochmal. Wäre nice. Deswegen ist mit einer Shotgun aus 3 Kilometer Entfernung so gefühlt. Ein einfach zu killen ist wie mit der Combat Shotgun in Fortnite gewesen. Das ist auch einfach richtig dumm. Nein! 5 Kills Vorsprung. Sehr gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. In der letzten Runde hatte ich nochmal eine neue Granate freigeschaltet. Deshalb habe ich die jetzt ausgerüstet. Mal gucken, was sie kann. Könnte ich auch einfach mal ausprobieren. Vielleicht, wenn ich gleich einen Gegner sehe. Die andere.
Habe ich jetzt zwar nicht ganz verstanden, was das für eine Granate war. Ah, keine Ahnung. Ich habe mir auch die Beschreibung nicht durchgelesen. Irgendeine Annäherungsgranate oder so ähnlich. Dürfte es sein. Dann habe ich nochmal auf meine Waffe ein anderes Visier gepackt. Nein! Aber trotzdem 4 Kills gemacht. Das ist doch schon gut. Aim hat gesessen. Die Lost erkennt und passt nicht mehr auf. Digga. Der hätte mich so easy bekommen können. Der hatte locker 2 Sekunden, glaube ich, Vorsprung. Alter, dass ich den noch bekommen hab, ne? Ich wurde, glaube ich, entweder wurde ich von dem gekillt oder von irgendeinem random Typen. Alter, ist immer so ein bisschen das Problem, man sieht hier keine Schadenszahlen oder so, oder auch nicht, wie viele Schüsse man irgendwie getroffen hat. Man sieht nur, wenn man einen gekillt hat. So, glaube ich, ein ganz kleines bisschen was. Das sieht man noch. Easy outplayed, Bro. Und er gibt mir von hinten komplett mit der Shotgun wieder. Da bin ich auch nur noch Zweiter. Den One-Schüsse. Sehr gut. Ich glaube, die Granate lädt sich irgendwie auf und visiert dann den nächsten Spieler an. Wow, Quickscope. Ich muss sagen, der Clusterschlag hat bisher, glaube ich, nicht einen einzigen Kill gebracht. Also auch in den Runden, wo ich offscreen gespielt habe, lief es nicht so wirklich. Weiß aber noch nicht ganz genau, wie ich das Geschütz platzieren soll. Nein! 9 Kills aber am Stück. Komm, mein Geschütz muss doch jetzt auch mal irgendwas machen. Aim lost. Nur Kreuzfeuer. Das war's dann auch mit dem Geschütz. Also 25 EP hat's mir nichts gebracht. Wahrscheinlich hat er ein oder zwei Schüsse abgefeuert.
Minute. Feindliche Drohne über uns. Wichtig. 7 Kills einmal wieder Vorsprung. Gegner sind lost. Weiß nicht, ob ich noch zu wenig gespielt habe, um vernünftiges Matchmaking zu bekommen. Oder ob einfach nicht genug Spieler hier im Ranking sind. Oder ob dann meine Kills und so noch nicht gut genug gewertet sind dafür, dass ich irgendwie gegen bessere Spieler spielen würde. Aber wenn die getaggt werden, dann sieht man die. Okay, jetzt habe ich das, glaube ich, verstanden. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Lasst gerne mal eine Bewertung auf Video da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.